Junge, Junge, Junge. Ich dachte, das wäre wieder so ein scheiß Ab... Weißt du, so ein Mini-Ding. Boah. Alter. Leck mich am Arsch. Gibt's ja nicht. Was ein Mock, ey. Ich spring nie wieder irgendwo drüber. Oh, hier gibt's Eisen. Und das ist nicht zu wenig. Cool. Ja, aber da bin ich nicht stolz drauf. Da bin ich nicht stolz drauf, tatsächlich. Das war echt, das war eigentlich viel zu riskant. Das darf man eigentlich gar nicht, das darf man eigentlich gar nicht machen. Ach ja, das Bett. Okay, stimmt, warte, das hole ich gleich noch. Junge, Junge, Junge. Ja, so hätte es Timmy machen müssen damals, weißt du? Aber nein, der muss ja sterben, damit alle nach ihm trauern, weißt du? So ein Egoist. Hier war doch aber schon mal jemand, oder? Hier war schon jemand. Aber jemand hat das Eisen nicht mitgenommen. Das wundert mich. Muss wie gesagt schon mal jemand gewesen sein, weil diese Treppen da, also diese kommen da easy peasy ja nicht einfach so hin. Boah, Alter. Meine blöde Frage, wie kann man eigentlich Banner machen? Nee, nee, die Resources hier in der Wand, die respawnen nicht, nee, nee. Ach, mit dem Webstuhl war das, ja, genau, stimmt ja. Müssen wir uns zu Hause mal einen machen und auf die nächste Tour, wo wir gehen. Ach, hier, guck mal hier. Guck mal hier. Wer war das denn? Mhm. Interessant. Einfach hochbauen oder was? Ah, das ist aber. Da ist Wüste drüber, ne? Das ist nicht so gut, sich da einfach hochzubauen. Oder? Vor allem höre ich Lava. Fuck. Ich lasse das mal lieber. Wir bauen uns mal wieder runter. Wir gehen anders raus. Ich grab mich da jetzt nicht hoch, weil sonst... Boah, das mit dem Sand da oben ist ja auch mega. Gehen wir nochmal hier lang. Wer will wetten, dass er heute stirbt? Sag mal, wie negativ kann man eigentlich eingestellt sein? Das ist ja also wirklich. Oh, hier geht's noch weiter. Ich würde gerne, ne? Ja, als ich hier gerade die Schlucht runtergesprungen bin, wahrscheinlich hatte ich gerade eine Einserquote gehabt. 1,01. Auch noch überall Eisen, da ist noch Kohle. Ich weiß nicht, sollen wir mal in die Höhle runtergehen vielleicht? Einfach nochmal gucken? Nur mal einen Blick reinwerfen? Ich... Ah, guten Tag. Jo, auch gut. Nur mal kurz reinschauen. Mal schauen, was es hier so gibt. Ich stehe hier unten mal noch eine Fackel hin. Wahrscheinlich ist da unten sowieso gleich wieder vorbei. Ja, ich spiele alle 2 Wochen Lotto. Das Beste, was ich mal hatte, waren 4 richtige. Das waren 10 Euro. Da habe ich nicht mal meinen Einsatz wieder rausgekriegt. Ich weiß nicht, ist Lotto eigentlich Gewinnspiel oder ein Glücksspiel? Was ich ja auch super lustig fand,
oder super lustig finde, das läuft im Fernsehen im Moment die Werbung die ganze Zeit, ist von Faber. Kennt ihr das? Wo du anrufen musst und dann würfelt da irgend so ein Larry für dich, der ja wahrscheinlich überhaupt nicht würfelt und dann hast du da die Super 6. Na, wenn du dann die 6 quasi am Telefon hörst und dann kriegst du 1 Million Euro. So, weißt du, als ob du wirklich die 6 kriegen würdest. Als ob. Und dann siehst du da diese schmierigen Typen, weißt du, die ja mit ihrem Anzug und sowieso schon Millionen auf dem Konto stehen, so. Die 6. 1 Million. Wird mir schlecht. Wird mir echt schlecht. Alles, wo du keinen Einfluss drauf hast, ist Glücksspiel. Okay. Mit vierseitigem Würfel, ja. Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, das ist doch alles. Weiß ich nicht, da bin ich vorsichtig. Genauso wie ich der Meinung bin, dass so Slotmaschinen, Slotmaschinen nenne ich sie ja mittlerweile gerne, dass so Slotmaschinen, die du im Internet Online-Casino drehen kannst, ich bin auch der Meinung, dass es da irgendein Algorithmus dahinter gibt. Habe ich ja schon mal gesagt. Ganz ehrlich. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Da muss es safe einen Algorithmus dahinter geben. Slutmaschine. Nein. Scheiße. Scheiße des Eises der Runnerqualle. Oh, ich bin voll. Fuck. Weg mit dem Huhn. Bei Spielautomaten gibt es einen, da kannst du manuell einstellen, wie hoch die Gewinnstimmung ist. Ah, okay. Das heißt, wenn man Slutmaschinen spielen will, sollte man sich am besten mit jemandem anfreunden, der im Betrieb arbeitet. Wie nennt man das nochmal? Maschinenbau-Dings oder was? Automatenmechaniker-Dings. Ah, die können die Wahrscheinlichkeit einstellen. Okay. Ja. Das Ding ist halt, also ich denke mal, die meisten, die halt so Slotmaschinen spielen, die wissen das wahrscheinlich auch. Und zocken halt einfach so lange, bis sie vielleicht mal der Auserwählte sind, bis die fette Ausschüttung kommt, weißt du? Spring mal rüber, Tobi. Nein. Sehe ich nicht. Was ist das? Oh, guck mal, da hat ein kleines Pferd dabei. Nur ein Pony. Ein Pony! Nur damit das Huhn dem Pony nichts macht, wollte ich nur sagen, ne? Oh, ein Pony! Warte mal, so, und dann gehen wir mal hier so ein bisschen quer rein und jetzt laufen wir quasi zurück. Pferdelasagne. Oh, ist das hier... Hä, das ist wohl das Mischgebiet hier. Scheiße, jetzt haben wir keinen Inventarplatz mehr, verdammt. Können wir nicht hier auch einen Kohleblock draus machen, wenn wir das hier reinpacken? Naja, geht leider nicht. Haben wir den Apfel? Ach. Ist genervt, nicht gebirbt. Wir könnten den Apfel essen. So, wir könnten das Weizen schon mal wegschmeißen. Das brauchen wir nämlich nicht. So. Wobei es jetzt Schwachsinn, Holz mitzunehmen. Wir haben eigentlich genug Holz bei uns in der Richtung da hinten, ne? Machen wir mal nicht. Aber hier gibt es doch, guck mal, hier gibt es diese Bäume. Was?
Das ist doch auch ein spezielles Gebiet gewesen, oder? Oh, da vorne ist das tatsächlich. Stimmt, faules Fleisch können wir auch wegschmeißen, du hast recht. Weil das essen die Hunde gerne, oder? Aber ich kann die Hunde sowieso nicht füttern. Oh, ein sehr tolles Gebiet hier. Wie gut, dass es jetzt dunkel wird. Toll. Eine Savanne ist das, okay. Laufen hier auch Füchse rum? Oh, Alter. Okay. Nö, okay. So. Good night, everybody. Achso. Good night, everybody. Nee, die Hundepause habe ich noch nicht gemacht. Es könnte sein, dass die Hundepause heute ein bisschen länger ist. Weil wir nachher wahrscheinlich nochmal mit denen raus müssen, weil die heute fast überhaupt nicht draußen waren. Nur, ich glaube, zweimal oder so zum Dinge tun. Zum Scheißen, hör mal. Ding, ding, ding. Was? Zum Defakieren. Defakieren. Achso. Okay. Cool. Was? Und die Hurezeit? Und die Uhrzeit noch mit den Hunden raus? Ja klar. Ist doch egal. Kann man doch machen. Okay, wenn das eh gerade noch einen Moment dauert mit dem Schlafen, dann kann ich mal ganz kurz nach dem Haus gucken. Sieht schlecht aus. Ja, irgendwie schon, ne? Okay, kein Schlaf oder was? Jo, Schneegebiet und Fichtenwald, glaube ich, oder so, ne? Kann das sein? War das Fichte? Erik ist bestimmt AFK und lässt seine und macht seine Fisch-Dingens da. Lässt seine Fische da brutzeln. Nice. Schön. Ist das eine Kuh? Na egal, wir haben genug Leder, passt schon. We don't need this Kuh. 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 So. Mal gucken. Dass wir hier einmal rumgelaufen sind, wa? Ach, ja. Scheiße. Au. Bett, 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 Bett! Hä, was wollt ihr? Wir können doch um 22.30 Uhr noch nicht Schluss machen.
Ist doch noch gar nicht Bettzeit. Das sieht ja auch lustig aus hier. Ach nee, das, ich sehe schon wieder Leute. Ich gehe. Oh, hier ist auch schön, guck mal. Nett, fett. Brett. Pit. Das ist auch schönes Holz hier, ne? Diese Asche-Gewäser hier. Da kennt man auch was hinbauen, ne? Kennt man immer was hinbauen. Vielleicht eine Brauerei oder so. Für Bier. Wir brauchen mehr Bier. Scheiße, jetzt habe ich keine Schere dabei. Kacke. Oh, wir könnten aber diese Dinger hier mitnehmen. Sind die hier nicht auch? Ist das nicht, ist das hier nicht so ein Sumpfgebiet? Schade. Ich dachte, die wachsen hier auf dem Boden, du. Ja, ja, dort. Doch, da ist eine. Guck mal. Kann man die so? Ja. Geil. Ist schon schön hier, du. Okay. Spielst du noch Jurassic World Evolution? Ich wollte das immer noch weiterspielen die ganze Zeit, ne? Dann habe ich mir immer gedacht, ah, nimmst du für einen Urlaub auf, genug Folgen, weißt du? Habe ich so gedacht. Ja. Dann rucki zucki haben wir den 28. August. Wir haben nicht mal mehr eine Woche bis zum Urlaub und Tobi hat keine Jurassic World Evolution aufgenommen. Scheiße ist es. Aber ich versuche auf jeden Fall, dass das mal wieder weitergeht. Ich würde auch gerne Anno auf jeden Fall, wenn das neue Update draußen ist, Anno nochmal probieren und eine Runde zocken. Ja, mal gucken. Vielleicht, dass ich jetzt eine halbe Stunde Folgen mache und alle zwei Tage oder so bringe. Das ist halt beim Strategiespiel immer scheiße, weil da kommst du halt nicht voran. Aber... ja, mal gucken. Besser als nix. Mal schauen. Was, die Pan hat genug von diesen Dingern? Ach so. Okay, guck mal, ein getarnter Creeper. Ey, du Creeper-Sohn. Aua. Level 25. Hast du FIFA Street Folgen gemacht? Jo, die habe ich gemacht. Also noch nicht komplett, ne? Ich muss da noch zwei, drei Mal Folgen aufnehmen. Aber FIFA Street geht über den Urlaub auf jeden Fall auch noch weiter. Dann haben wir aber auf dem Channel FIFA Street, Minecraft und The Witcher. Und das eine oder andere Unboxing, was noch kommt. Und Pumpkin Days auf jeden Fall noch. Jawohl. Ich denke, das ist für die zwei Wochen ist das eine gute Sache. Da muss ich mich sagen, freue ich mich derbe auf Modern Warfare, auf das Neue und auf FIFA vor allen Dingen. FIFA und Modern Warfare, mehr brauche ich dieses Jahr nicht mehr. Da freue ich mich sehr drauf. Hattest du jemals lange Haare? Also eigentlich nie länger als so, wie ihr sie im Stream schon gesehen habt. Also so richtig lange Haare, so... so richtig... oh ja, doch, Planet Zoo, stimmt. Stimmt. Entschuldigung. Also Modern Warfare, FIFA, Planet Zoo, freue ich mich auch mega drauf. Also so Haare, ich sag mal, jetzt nicht, dass die schon so runterhängen. So, das hatte ich noch nicht gehabt. Nee, das hatte ich noch nicht. Unter den Armen. Unter meinen Armen befindet sich ein Dingsgebiet hier. Ein Sumpfgebiet. Minecraft kommt nix. Ja, das mit den Bienen ist schön. Aber irgendwie... weiß ich nicht. Keine Ahnung. Biotop unter den Armen, ja. Wahrscheinlich hat man bei meiner Erstellung damals auch Dings gedrückt hier. Große Biome, weißt du? Oh, Alter! Und deshalb sehe ich so aus, wie ich aussehe.
Haben wir noch was zu essen? Jo, haben wir. Dachte random. Toll, danke. Tun die einem was? Sind die böse? Aber ich meine, ich habe keinen Bogen dabei, verdammte Axt. Toll, die haben ja gar nichts hier. Ich dachte, die hätten irgendwelche Schätze oder Kisten. Toll. Toll. Super. Aber habt ihr gesehen, wie mutig ich mir gerade ihr entgegengestellt habe? Habt ihr das gesehen? Hammer, oder? Bei Tobis Glück fällt die Zauberin einfach um. Oh, müssen wir hier über den Ozean? Ozean? Nee, müssen wir nicht. Also zumindest nicht weit. Das passt. Da kommen wir hin. Guck, ob ich meine Flasche mit einer Hand aufkriege. Hey, Dreitick war doch vorhin schon mal drin, oder? Bin ich gerade blöd. Siehst du, Dreitick geht um die Uhrzeit auch nochmal raus vor die Tür. Mit dem Hund. Du kannst mit den Hunden kannst du nur diese Uhrzeiten gehen. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir jetzt draußen haben. Wir werden wahrscheinlich so 24. Ne, wobei, nee, 24 haben wir bestimmt noch nicht. 28 vielleicht. 27. Oh, das Wasser hier sieht geil aus gerade. Boah, das sieht Hammer aus. Aber warum sieht das hier anders aus? Das ist viel trüber und so. Das sieht mega aus. Wenn der Hund muss, muss er. Ja, natürlich, aber am entspanntesten gehst du um die Uhrzeit. -30 Grad aktuell. Ja, ist echt. Das ist echt nicht schön. Hä, was für Tüte. Steht der Opa gleich wieder am Fenster. Ich zeig sie an. Das Problem ist, wir haben hier Nachbarn. Ohne Scheiß, ich bin so kurz davor, die einfach beim Tierschutz oder so anzuzeigen. Ich weiß halt nicht, wo man sowas macht. Aber wir haben hier Nachbarn. Die würde ich wirklich gerne anzeigen, weil die fahren mit ihrem Hund. Egal, was für ein Wetter ist, die fahren mit diesem Hund immer Fahrrad. Und die fahren nicht langsam Fahrrad. Also sie fahren jetzt nicht Fahrrad, dass du so wirklich sagst, okay, der Hund ist ab, kann die Geschwindigkeit selbst bestimmen oder so. Nein, der Hund ist an der Leine und die fahren mit dem über den heißesten Asphalt, wirklich.